New York City, ein Traumziel von Millionen. Eine atemberaubende Weltstadt. Man muss einfach einmal nach New York kommen. Das ist der Wahnsinn. Unbeschreiblich und noch besser als gedacht. Ja. Tja, also ab nach New York. Von Frankfurt aus startet unser Flieger im Dezember zum Weihnachtsshopping in die Stadt, die niemals schläft. Und vom John F. Kennedy Flughafen ist es nicht weit bis Manhattan, den wohl berühmtesten Stadtteil von New York. Wir sind mittendrin. Man kann sich das aber gar nicht vorstellen, hier zu sein. Einfach wie im Film. Kurz nach dem Check-in im Hotel heißt es erst einmal Beine vertreten. Natürlich im Central Park, gleich nebenan. Die grüne Lunge der Stadt sozusagen. Zum einen sehen wir da diese... Weihnachten in New York. Das bedeutet, es ist bunt. Überall funkelt es. Überall tönt Weihnachten aus den Lautsprechern. Hier in Manhattan übertrifft man sich jedes Jahr und immer wieder. Einfach schön hier zu sein und vor allem am bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt, am Rockefeller Center. Die Stimmung in der Stadt könnte schöner nicht sein. Da machen selbst die Cops der New Yorker Polizei mit. Alles ist friedlich und ziemlich cool. Unser Einsatz in Manhattan setzt sich am nächsten Tag fort. Unser New Yorker Tourguide verschafft uns einen Überblick und führt uns durch seine Stadt. Zum Beispiel zur Metropolitan Opera oder aber... Welcome to Central Park in New York City. Enjoy yourself, have a great day and come back many times. It's a great place. Der Central Park, die Oase New Yorks, der Ruhepol der Stadt. Für einen Spaziergang, für Erholung, für Sport, fürs Hiersein. Über Harlem geht's weiter Richtung Downtown. In New York reiht sich eine Besonderheit an die nächste. Der Bahnhof Grand Central Station, weltbekannt und schön. Der berühmteste Besucher war King Kong. Das Empire State Building, ein Wahrzeichen zum Greifen nah. Und auf der anderen Seite das berühmte Flatiron Building. Manhattan bietet für jeden Lifestyle und für jeden Anspruch alles, was man sich vorstellen kann. In Greenwich Village lebt es sich ruhig zwischen Kunst und Kultur. Ein paar Blocks weiter finden wir Chinatown, eine eigene Welt. New York, die Stadt, die niemals schläft. Denn zu jeder Tages- und Nachtzeit ist hier Betrieb. Und jede Zeit hat ihre ganz besonderen Reize. Insbesondere dann, wenn wir auf die Dächer der Wolkenkratzer kommen. Das kann man in Bildern nicht festhalten, was man hier so sieht. Ein neuer Tag im Big Apple. Ja, gestern auf dem Turm, auf der Edge. Das war wirklich spannend und toll, ne? Man kann es gar nicht in Worte fassen. Bilder geben das gar nicht so wieder, was man hier erleben kann. Das ist hier eine ganz andere Welt, einfach fantastisch. Bevor die meisten von uns am Nachmittag shoppen, geht's für die, die wollen... Zur U-Bahn, glaube ich, jetzt als nächstes dann. Ganz genau, ab in den Untergrund, in die U-Bahn-Station unter unserem Hotel. Für die New Yorker das Normalste der Welt. Für uns ein kleines Abenteuer und eine spannende Erfahrung. Mit der U-Bahn geht's nach Downtown. Wie wär's mit einem Spaziergang über die Brooklyn Bridge? Hallo. Unbeschreiblich. Hi. Echt einfach unbeschreiblich. Jetzt kriegen wir das alles zu sehen mit super Führung und ich find's mega, bin total happy. Jederzeit wieder und wir überlegen, ob wir das in 2 Jahren wieder machen. New York, eine Stadt in ständiger Veränderung. Eine Stadt, die sich immer wieder neu erfindet. Eine Stadt, die immer wieder aufsteht.
Es macht ohnmächtig und sprachlos, was hier 2001 passiert ist. Aus dem Nichts ins Nichts. Man kann überhaupt gar nicht beschreiben, wie man sich hier fühlt und den Opfern von 9/11 gedenkt. Es geht tief, hier am Ground Zero, wo einst die Türme des World Trade Center standen. In New York geht es schon lange wieder weiter. Kein Stillstand. Positiv und offen zeigt sich diese absolute Weltmetropole für alle Menschen aus aller Welt. Und zum Weihnachtsshopping sowieso. Macy's, eines der größten Kaufhäuser der Welt, oder die vielen Shops und Boutiquen entlang der Fifth Avenue laden ein für das Besondere, für das Außergewöhnliche. Alle haben Zeit, die Stadt für sich zu entdecken. Only in New York. Zum Beispiel bei einem Bummel über den Times Square oder einer Karussellfahrt unter der Brooklyn Bridge. Like the Empire State, you gotta be great when you get your shot. Man muss das gesehen haben, sonst kann man da nicht mitschnappen. Only in New York. Wir sind dankbar, dass wir hier sein durften. Dankbar für viele kleine und viele große Momente. Und wir sind uns alle sicher, wir kommen wieder. Danke, New York. Bis bald auf unseren Höfmann-Reisen irgendwo auf der Welt.